I don't know where to go. So tell me what to do. I just run away. I can't be seen. Because I'm a vampire killer, bitch. Yo, man. Yo, 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 do it. Like a hooit. I can make it. I can do it. I want through it. Where do you go? It's a late goodbye. Ach, keine Ahnung, das fällt mir irgendwie Scheiß ein. Aber I just run. Just run away. Until I reach Mississippi. Ich will mir nur mal ganz kurz einen groben Überblick über das Museum verschaffen. Und ich stelle fest, das ist kein Ort voller eitel Sonnenschein. So, ich darf ja niemanden umbringen. Ich habe mich umentschieden. Och komm, ich kann die Mission scheinbar auch... Ich kriege höchstwahrscheinlich, und da bin ich mir ziemlich sicher, wesentlich weniger... Oh. Ja, I don't know. Wo kriege ich das Passwort her? Passwort? Gut, da war ich noch gar nicht... Ach, da kann ich ja vielleicht mit der Karte dann da rein. Man weiß es nicht. I will try it. I will try it. I'm a trial. Mal schnell hier, bevor die Kamera mich sieht. Das klappt nicht. Und wenn ich da lang gehe, bringt mir das ja auch nicht sonderlich viel. Eventuell werde ich tatsächlich es in Erwägung ziehen, diese ganzen Burschenschaften hier umzubringen. Aber was soll ich sonst machen? Ich hasse das mit den Kameras. Deswegen... Oh Gott. Ich kriege einen Föhn. Habe ich keine Fähigkeit, die irgendwie hier aus Packs kommen? Zack. Ja, das hat total viel gebracht. Nein, ich weiß ja jetzt, was aus Packs heißt. Das wurde mir ja geschrieben. Fuck it. Ich will jetzt einfach mit meinem groben Übersicht verschaffen. Wenn ich weiß, wo es lang geht, versuche ich es vielleicht nochmal in Stealth-Modus. Aber so muss ich jetzt erstmal auf die Art und Weise die Problematik lösen. Und ich bin ja wesentlich stärker als diese komischen Donut-vollgefressenen Blaumänner. Dementsprechend bin ich eigentlich relativ positiv eingestellt. Ich muss erstmal hier mir eine Übersicht verschaffen. Das ist ja schlimmer als Fort Knox hier. Da kannst du ja überhaupt nichts sehen. Der Kollege merkt gar nichts mehr. Der ist wohl taub. Wo Tomaten auf dem Ohren, wa? Na komm. Ich hätte jetzt gern Katana oder so. Oder ein Schwert. Was bist du denn? Freeze. So, jetzt sollten hier doch gleich mal alle erledigt sein, hä? Oder wie viele Arschbacken sind hier noch? Ah, da ist noch eine. Na komm, steh auf. Stell dich dem Kampf. Mann. Ist da noch einer? Ach du Scheiße. Was ist denn hier los, sag mal? Im Dutzend billiger oder was? So, Kollegen. Das nenne ich mal kurz einen Prozess. Jetzt kann ich mir mal eine Übersicht verschaffen, ohne hier durchzuschleichen, ohne Ende. Weil das, ein Schlagstock. Ja, super. Eine neue Waffe, das ist doch auch schon mal. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich lang muss. Aber wir heilen uns langsam, aber sicher, weil wir keinen permanenten Schaden erhalten haben. Ach, guck mal an. Wo sind wir hier? Aha, einen Goldring. Ach, ein bisschen Tant, den wir verkaufen können. Na gut. Und eine Nachricht. Marshall hat den Code wieder geändert. Er ist voll auf einen Machttrip. Ich glaube, du hast recht. Er hat es schon wieder hingekriegt, ihn jedem außer dir zu schicken. Aber du liebst deine Macht ja sowieso. Du liest deine Mails ja sowieso nicht. Der Code ist 2358. Und wisst ihr was? Kann ich das Spiel jetzt cheaten? Ich schreibe das jetzt mal auf. Habe ich dafür Erfahrung bekommen? Weil die will ich nicht missen. Ja, habe ich schon mal nicht. Wisst ihr was, da lade ich jetzt. Ich bin ja so ein cleveres Bürschchen. Weil ich habe mir den Code aufgeschrieben. Also wenn das Spiel jetzt logisch ist, dann geht es trotzdem. Wenn das Spiel scheiße ist, geht es nicht. Und ich glaube, das Spiel scheiße. 2, 3, 5, 8. Was, hat das geklappt? Aber ich muss erstmal ganz kurz noch die Karte holen. Das machen wir noch. Also wenn man das Spiel cheaten darf und kann, dann darf man es ja wohl auch ausnutzen. So. Jetzt laufe ich geschwind. So. Haha, gewonnene Erfahrung.
Wir speichern nochmal. Freunde der Sonne, habe ich das gut gemacht oder habe ich das schlecht gemacht? Wahrscheinlich habe ich es schlecht gemacht. Nicht im Sinne des Spiels. Normalerweise hätte ich jetzt den ganzen Weg mich dahin schleichen müssen, dann den Code lesen, dann wieder zurücklaufen. Aber ich habe das ein bisschen cleverer erledigt. Oh nein, noch mehr Kameras. So, ist jetzt auf unsere Seite gerichtet. Oh Gott. Das Ding, das bewegt sich ja schneller als meine Oma. Jetzt ist es hier drauf fixiert, oder was? Ist die Wand so schön? Hast du dich verliebt, Kamera? So. Und dann unten stehen und warten, bis sie sich wieder... Okay. Ach, scheiße, die hören mich ja. Oh Gott. That's so silly. Oh, 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 alles cool, Officer. Ach. Ja, come on, das habe ich auch gerade gedacht. Was ist das denn jetzt hier? Glaubt ihr etwa, ich bin Catwoman oder was? Das geht nicht. Oh, oh. Und dann dieses Geräusch, ey, da kriegst du einen Herzinfarkt. Nee. Oh. Once again, we try our best. Nee, jetzt will ich es aber auch wissen. Ich renne da jetzt nicht durch wie Rambo. Aber finde ich schon mal schön, dass das nicht so eine Art... Dass das nicht so eine Art Laser ist, der mich sofort vierteilt. Hallo! Hast mich doch nicht gesehen, hä? Die Kamera hat aber eine schlechte Reaktionszeit. Das ist typisch Technik aus dem Jahre 2004. Das kann man ganz gut erkennen. So, und ich versuche doch zu schleichen, weil ich habe ja festgestellt, dass der dann irgendwie aufmerksam wird. Das schafft man zeitlich doch kaum. Man schafft's doch. Und er trinkt hoffentlich noch genüsslich seinen Kaffee und hat nichts bemerkt. Naja gut, oder er spielt mit seiner Waffe herum. Die KI ist echt manchmal sehr intelligent. Aber gut. Wahrscheinlich erkennt er in seinem Schatten jetzt irgendwelche Feinde. Soll mir egal sein. Ich muss mir das natürlich zunutze machen, wenn die Gegner-KI nicht ganz funktioniert. So, mal gucken. Pff, das Spiel eignet sich nicht für solche Jump'n'Run-Einlagen. Dafür ist die Physik, die Spielbarkeit, das Gameplay einfach zu schlecht. Also für solche Sachen zu schlecht. Wie gehe ich nochmal in die Dingsperspektive? Wie gehe ich denn nochmal in die Dingensabums? Ne, ich wollte nicht trinken. Wie wechsle ich nochmal die Perspektive, hä? Kann ich die jetzt nicht wechseln? Doch. Ah, lecko mio, da. Ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich die Position wechseln kann. Normalerweise war das doch immer auf H. Moment, ich guck mal eben nach. Lalilu, nur da meine Mond schaut zu, wenn die kleinen Kinder schlafen, schläfst auch du, 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 du. Sich umschalten, ja, sich umschalten, das ist auch ein toller Begriff. Wie oft schalte ich mich am Tag wohl selber um? Ja, hat ja nicht geklappt, irgendwie klappt das hier gerade nicht, egal. Ah, leck mich doch. Bam, in your face, Motherfucker, du. Tut mir leid für diese vulgäre Ausdrucksweise, aber das regt mich ja auf, ey. Wer baut denn so einen Scheiß da ein? Das macht überhaupt keinen Sinn, ey. Nee. Das ist bei diesem Spiel doch nicht machbar. Liebe Entwickler, Troika Games, was soll denn das? Ich bin davon überzeugt, ihr guckt das hier gerade. Ich würde es tun, wenn ich Troika Games wäre. Muss ich das vielleicht so machen? Da kommst du nicht vorbei. Das geht nicht. Das ist doch nicht so einfach. Das ist doch nicht einfach. Das ist doch nicht Lambada-Tanzen hier. Limbo meine ich. Lambada ist auch schön. Da muss ich mal an diesen Piero Lambada denken da. Oder Lamberto oder war auch immer da. Dieser DSDS-Gewinner. DSDS. Sehr uninteressant. Sehr uninteressant. Da kann ich mich ja auch nicht irgendwie mit... Hätte ja sein könnte, da immer irgendwie eine... jetzt habe ich alles durcheinander gewirbelt. Ich hoffe, das ist der richtige Save. 1944, kommt das denn hin? Damals, kurz bevor der Krieg zu Ende war. 19... Ja, toll! Da muss das denn gewesen sein. Oh, Entschuldigung. Jetzt kriege ich schon Hustenanfälle. Ich werde schon ganz wahnsinnig. Geschwindigkeit, vielleicht bin ich dann so schnell, dass ich da...
Hervorragend. Kann mir mal jemand verraten, wie ich da vorbeikommen soll, ohne zu sterben? Höchstwahrscheinlich mit der Heckenfähigkeit hätte ich das tolle Ding hier schon längst ausschalten können, aber... Das ist Millimeterarbeit, Freunde der Sonne. Das geht doch nicht. Ey, ich bin noch kein Bauzeichner. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ich weiß, aber... Nee, leck... Nö, jetzt machen wir es auf die radikale Tour. Ist mir jetzt scheißegal, ganz ehrlich. Hä, da komme ich ja gar nicht weiter. Und auch hier komme ich nicht weiter. Das bringt mir gar nichts. Ich stelle jetzt erst fest, dass mir das alles überhaupt nichts bringt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hinkomme. Oh, hier ist aber ganz schön viel los, du. Das werde ich gleich nicht schaffen, oder? Uiuiuiui. Was ist denn hier los? Nee, die feiern hier eine Gangbang-Party. Da habe ich keinen Bock mitzumachen. Ist nicht so mein Stil. Hey, ich kann gar nicht durch die Tür. Ihr seht, da ist so eine Chipkartentür. Und ich habe scheinbar die richtige Chipkarte dafür nicht. Das heißt, da durchzugehen bringt mir jetzt effektiv überhaupt gar nichts. Ja, wo soll ich denn dann hin? Oh ne, das ist die dümmste Mission. Das ist die dümmste Mission, die ich bisher machen muss. Weil da muss man ja alles wissen für. Was soll denn der Scheiß? Da muss man noch auf die Kameras aufpassen. Das so nicht zu fassen. Ja, hey, freeze. Ich freeze dich mal. Komm her doch. Was fehlt mir? Komm, wir bringen sie nochmal alle um. Hau doch nicht ab. Sei doch kein feiges Hühnchen. Ich hatte Hühnchen zum Mittag, das passt eigentlich ganz gut. Ich kann die ja auch saugen, ne? Ich kann die ja auch aussaugen, habe ich festgestellt, beziehungsweise wurde mir geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das auch mittendrin kann. Nee, die muss ich wahrscheinlich von hinten am besten anschleichen oder so. Geh einfach kapais da, mein Freund. Der Prinz wird mich wahrscheinlich sowas von auffressen. Ich glaube, ich mache hier gerade die denkbar schlechteste Mission überhaupt. Also so sollte man das überhaupt unter gar keinen Umständen nicht mal in 10.000 Jahren versuchen, wie ich das hier gerade mache. Aber ich habe keine andere Idee gerade. Oh, komm doch her, Mann, und renn doch nicht rückwärts. Was ist das für eine furchtbare Mission? Echt, ich bin ernsthaft entsetzt. Über die Furchtbarkeit dieser Mission. Kann man die Dinger kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Wir sind hier nicht bei Splinter Cell, wo wir eine Knarre in der Hand haben. Hier kann ich auch noch rein. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Ja, ist ja schön. Hauptsache, man kann in den Raum reingehen. Ach doch, eine Götzenstatue. Na, hervorragend. Jetzt haben wir eine Götzenstatue. Damit können wir uns eventuell ja mal ein Traumhaus leisten, wenn wir sie verkaufen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist ein fucking Irrgarten. Tut mir leid. Das ist schlimmer als jedes Labyrinth, jedes Kornfeldlabyrinth, jedes Maisfeldlabyrinth, jedes Labyrinth sämtlicher Art. Ah, da ist schon wieder so eine. Na, warum denn nicht? So, Freundchen. Hä? Jetzt hole ich mir dich. Ich glaube, jetzt dürfen wir ihn sogar aussaugen, ohne dass wir Menschlichkeit verlieren. So, jetzt haben sie sogar auf Kamera, wie ich jemanden aussauge. Das war ein offensichtlicher Maskeradebruch. Ein mehr als offensichtlicher Maskeradebruch. Ein extrem krasser Maskeradebruch, würde ich fast sagen. Der war schon fast zu krass. Oh, Mann. Gehst du bitte sterben? Ich hab dich lieb gefragt. So, hier waren wir ja schon. Das war ja jetzt nicht so ergiebig. Oh, da ist ja noch so einer. Komm! Ich nenne es jetzt nicht mehr Nachts im Museum, was ich hier gerade mache. Ich nenne es einfach Massaker im Museum. Das passt nämlich ganz gut. Es tut mir fast so ein bisschen leid um die armen Polizisten. Die können ja eigentlich überhaupt nichts dafür. Gut, das sind Museumswerte. Das sind wahrscheinlich keine Polizisten mit hoheitlichen Mächten. Deswegen wundert es mich, dass sie Waffen tragen können. Aber die Gesetze in Amerika sind wahrscheinlich ein bisschen anders. Auf jeden Fall komme ich ja hier nicht weiter. Weil ich da, wenn ich da weitergehe, komme ich zu nichts. Das heißt, mir fehlt wohl noch irgendwie eine Karte. Mir fehlt also irgendein Puzzlestück auf dem Weg zum Ruhm. So, und die Frage ist natürlich, welches Puzzlestück fehlt mir?
schießt denn da? So, die Tür geht nicht auf. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich versuche eigentlich gerade nur herauszufinden, wo ich genau hin soll. Und eventuell lade ich dann nochmal, um das Ganze nochmal in Schleichen zu machen. Ich bin auch ein bisschen leiser gerade, weil ich nicht allzu gerne irgendwie was nicht spielbezogenes gerade drüber kommentieren möchte. Dafür ist es einfach viel zu spannend. Ich versuche mich nur gerade irgendwie zurechtzufinden in dieser äußerst unangenehmen Situation, wie ich diese Mission bisher meister.